Einen wunderschönen guten Tag, meine Lieben, und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Avatar Frontiers of Pandora. Ich habe 4 Fertigkeitspunkte, das heißt, ich kann meinen Schaden um 10% erhöhen. Das kostet alles 4 Stück. Fuck me, ey. Jeder Treffer durch einen vollgespannten Langbogen fügt 25% Schaden zum nächsten Schussentzug. Wird dreimal kombiniert werden. Mehr Schaden mit der Speerschleuder, mehr Schaden mit Kurzbögen, mit schweren Bögen. 25% mehr Schaden gegen Feinde, die mehr als 50 Meter entfernt sind. Ja, fuck me, Alter. Was ist das hier? Das ist ein schwerer Bogen, okay. So, wir machen jetzt das hier. Aranahe Gemeinschaftsbeiträge. Da muss ich mit Nevika reden. Da würde ich doch vorschlagen, geh mal zu der werten Nevika. Vielleicht wird sie auch stolz sein, dass ich jetzt einen Ikran habe. Oder eine Ikran. Ist ja ein Weibchen. Meine Katze probiert gerade. Hast du Wu-An gesehen? Ich mache mir Sorgen. Oh, was ist denn? Weißt du, wo Wu-An ist? Sie hat versprochen, mir Färbemittel zu bringen, aber sie ist jetzt schon ewig weg. Ich kenne sie nicht. Tut mir leid. Ich kann mein Material nicht selbst sammeln, ohne Ikran. Wu-An wollte helfen, aber was, wenn ich sie in Gefahr gebracht habe? Ich kann gern nach ihr suchen. Oh, wirklich? Sie sammelt oft beim schattigen Hain. Vielleicht kannst du ja dort nach ihr fragen. Kann ich machen, aber nicht heute. Erstmal zu Nevika. Ja. Yeah. Nevika, warte. Da, nee, das ist nicht Nevika. Ich werde im Heilkreis benötigt. Kannst du mich dort treffen? Mein Freund wird bald eins mit Ewa. Und es würde ihm viel bedeuten, Zeuge der Rückkehr der Sarentu zu werden. Okay. Schau mal hier. Ein Sarentu? Empfangen. Was benötigst du? Alles. Das kann ich empfangen. Kitangis durchbohrender Langbogen. Wegen der Gunst. Okay, das kann ich alles empfangen, oder was? Okay, Materialien. Das ist voll mein Herstellungsdingens. Kitangis durchbohrender Langbogen. Empfangen. Ah, jetzt habe ich schon wieder Gunst verloren. Okay. Leichtschaden, Schwachstellenschaden, Schwachstellenschaden. Herausforderung. Ha, wahrscheinlich, weil ich, naja. Vera Bogenmods. Schwachstellenschaden. Nimmt das mal noch. Designs. Kann ich einfach so empfangen. Okay. Cool. Bleib wachsam. Ja, ich bin immer wachsam. Dann zeig mal her. Also, ich habe jetzt hier flammender Langbogen. 28 Schaden. Der ist besser. Gut. Und dann habe ich hier eine neue Mod. Ah, guck mal, das ist gut. Das ist die Standards, die mir nichts bringt. Habe ich hier Schwachstellenschaden. Und hier Telisi. Was habe ich bei ihr? Die Farben. Ja, kann ich nichts machen. Ender. Reitausrüstung. Kopfschmuck. Kosmetische Überschreibung. Habe ich halt, muss ich alles noch freischalten, ne? Daher alles gut. Hier habe ich, ja, habe ich schon noch ein bisschen Platz. Gut, ich kann ja hier noch ein paar Sachen abgeben als Gaben, ne? Und dieses Material hier. Herstellungsmaterial. Aber wo kann ich denn Sachen herstellen? Gute Frage, hä? Kind. Bei dir? Kann ich auch Sachen empfangen. Wonach suchst du denn heute? Ja, nicht nach dem, was du hast. Wobei, das könnte ich empfangen. Aber das brauche ich ja nicht. Hm, okay. Ich nutze das gut. Oh, wo ist denn Nevika? Ein Stockwerk weiter oben oder wo versteckt sie sich? Wo habt ihr sie versteckt? Ah, hier, guck mal, hier kann ich noch Sachen liefern. Langbogen.
Warte, geh mal zum Beispiel hier. Ausrüstung und Waffenmaterialien. Nee, warte mal. Was hat am meisten Gesundheit? Der da? 14, 22, 12. Also die mit 22 behalte ich mal. 9 Schaden. 9, 9. Die können weg. Können auch nochmal 2 weg. Okay. Dann hier. Ratterwolf, mageres Fleisch. Brauche ich ja nicht alles, ne? Also. Warum auch? Schutzfrucht. Ja. Dann liefern wir mal alles. Da ist ja gar nichts passiert im Dingens. The fuck? Naja. Sehe ich denn, welche ich hier ausgerüstet habe, oder? Keine Ahnung, ne? Wildtierschaden brauche ich sicher nicht. Gar nichts, ne? Das bringt mir ja gar nichts. Welche Mod habe ich hier? Die mit 8% Schwachstellenschaden. Okay. Dann kann ich ja noch mehr abgeben. RDA-Schaden. Mit was kann ich das denn vergleichen? Mit dem, was ich ausgerüstet habe, oder was? Beide genau gleich. Komm. Abgeben. Okay. Gut. Könnte in der Webstube sein und wo... Ja, aber... Hast du keine anderen Kleider? Brauche ich denn andere Kleider? Oder ist die Webstube eins weiter oben? Das könnte natürlich sein. Die große Menge Ginglor belastet den Heimatbau. Ah ja, hier ist sie doch, oder? Was soll den Himmel? Bist du allein? Okay. Da stand doch jetzt gerade, ich kann sie untersuchen. Mal hier so nichts. Ein bisschen weird, aber okay. Sag mal hier noch so. Wechselplatz verwenden. Ah! Hier kann ich meine Sachen... Ah, kann ich mein Aussehen ändern. Okay. Weil habe ich so lange Haare. Auch cool aus. Aber nee, brauche ich nicht. Körperfarbe. Nee, so wie ich aussehe, ist doch super, oder nicht? Nevika. Jetzt aber. Viele Äste, viele Wurzeln. Doch ein Baum. Ein altes Aranahes-Sprichwort, das noch immer gilt. Du hältst Gatnat sicher für altbacken, aber manches sollte nicht vergessen werden. Anderen zu helfen bedeutet, sich selbst zu helfen. Dieses Leben hat dir gefehlt, ich weiß, aber Ewa verbindet uns. Die große Mutter ist in allem. Diese Verbindung muss genährt werden. Teile mit dem Clan, nehme ihre Wünsche wahr, ihre Bedürfnisse. Sie werden es merken und dann im Gegenzug mit dir teilen. Du wirst sehen, keine Einsamkeit mehr, Kind. Das ist es, was Heimat bedeutet. Okay. Leiste einen Beitrag zur Aranahe-Gemeinschaft. Finde eine Gemeinschaftsgruppe, um zu erfahren, was der Clan benötigt. Da unten. Aber jetzt habe ich gerade schon so viel gespendet, Herr... Scheiße nochmal, ey. Ich mochte immer die Legende ihres Namens. Ja, was braucht ihr denn? Fünf Schwestern gingen dorthin, um auf die Rückkehr ihrer Mutter zu warten. Was wollt ihr? Doch sie kam nie
und so wurden sie zu Stein? Oder war das die mit der Riesen? Menschen, sind keine Gefahr. Sie sind winzig. Ich muss ganz kurz meine Katze. Die ist gerade wieder hinter meiner Playstation. Gib mir einen Moment. Ich will nicht, dass die da hinten im Kabelsalat ist. Das, sonst passiert noch irgendwas. So, leichtfüßig für 6 Minuten. Wollt ihr das haben? Wenn ihr das brauchen? Ich bin eine Gemeinschaftsgruppe, um zu erfahren, was der Clan benötigt. Aber wo sehe ich denn, was die benötigen? Oh. Keine Ahnung, was sie benötigen, ne? I don't know. Also. Kann ich hier noch Sachen. Kann ich Sachen herstellen? Ja, geiler Scheiß. 3 Entwürfe für einen Langbogen habe ich. Kitangis Giftlangbogen. Kann ich den sogar herstellen? 21 Schaden und hier 11 unter 8 oder 4 RDA Schaden. Hätte er aber nur 29 Schaden, das ist jetzt nicht so krass, ne? Okay, beim schweren Bogen, Kitangis schwerer Bogen. Keine Materialien für hier. 11 Schaden, geil. Ja, kann ich ja nichts machen, ha? 12 Gesundheit. Ja, aber irgendwas muss ich dann schon mal noch ersetzen, ne? Pilotenhemd. Keine Materialien. Okay. Schade. Ja, also. Du willst dich ver. Nee. Deinen Bogen gut. Ja, ja, mach ich. Also nichts als Nebel und Pilze. Ja. Soll ich denn sonst noch so machen? Gehen wir nochmal hoch. Ich glaube, da nimmt dich jemand auf den Arm. Niemand kann nur in den Felsen leben. Sich vielleicht ja, diskutiert ihr ruhig weiter. Das ist kein Problem. Ich gehe nochmal zu Nevika. Hey. Sie will nicht mit mir reden. Okay. Lauf in armes Ding? Ja. Nee. Eigentlich nicht. Darf ich hier durch? Aber es wurde niemand verletzt. Und der Wandschmuck hängt wieder. Aber wird es von Dauer sein? Edua hat recht. Die Himmelsmenschen sind Abschaum. Ja. Er wird nicht einfach ist korrekt. Umfallen. Es ist korrekt, mein Lieber. Da hast du absolut recht. Himmelsmenschen sind Abschaum. Auch in Real Life, nicht nur hier im Spiel. Menschen sind einfach Abschaum. Aber das sind die meisten. Die meisten sind einfach nur Abschaum. Okay. Also, dann. Das da noch. Eine Weberblüte. Okay. So, ich habe jetzt hier 4 Quests offen. Folge Kai zum Heilkreis im Heimatbaum. Verschwundene Sammlerin. Auf Karte anzeigen. Kann ich da irgendwo hin schnell reisen? Oder. Warte mal. Ich bin. Shit. Das da noch? Keine Ahnung. Okay. Dann geh mal zur Wiese des Lichts. Dann können wir von dort aus fliegen. Okay. Ich würde mal sagen, da hoch. Oh. So. Und dann sage ich für heute danke fürs Zuschauen. Habt einen schönen Tag, meine Lieben. Mach's gut. Tschüss.